Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Panka Poo mit mir, dem Baldur. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Ohiti, der wieder mal verschwunden ist. Diesmal wurde er aber ganz offensichtlich entführt. Und ja, dann wollen wir mal. Was ist hier passiert? Der Wald wurde vollständig in Kristall verwandelt. Die Bäume sind verdorrt, wurden ihrem gesamten Anima beraubt und überall, wo man hinsieht, sind diese roten Kristalle, die mich im Übrigen an die roten Kristalle erinnern, die Ohiti fallen gelassen hat. Wie der von Ohiti. Bingo. Du glaubst nicht, dass er dafür verantwortlich ist, oder? Auf keinen Fall, Ohiti wäre zu so etwas einfach nicht fähig. Ich könnte wette, dass Gengrin hier seine Finger im Spiel hatte. Versuchen wir irgendwie hier durchzukommen und rauszufinden, was passiert ist. Gut, auf geht's. Chaka. Okay. Wir können denen nichts machen. Okay, das heißt, wir können denen immer noch nichts machen. Okay. What? Okay. Ach, Mist. So langsam habe ich den Dreh raus. Sehr schön. Ja, wie soll ich denn die Dinger da kaputt kriegen, ihr Pappnasen? Wahrscheinlich braucht man dafür diesen blauen, so, die trage mich halt jetzt. Jetzt muss ich aber hier wechseln. Mist. Mist. So. Okay. Ja, wie soll ich denn... Mist. So. Okay. Da habe ich schon das blaue Schimmern gesehen. Okay. So, und da ist auch noch mal einer. Wie soll ich denn da durchkommen? Das geht ja gar nicht. Mann. Okay. Ich vermute mal, dass wir dafür einfach diese blaue Ägide brauchen. Och ja. Also, das heißt... Okay. So, da geht's runter auf jeden Fall. Dann machen wir das doch auch. Sehr schön. Das läuft doch mal. Oh. Gut. Das ist doch bestimmt auch noch irgendwas, oder? Ja, Schaden ist da.
Okay. Hab ich doch noch einen gehört. Wusste ich's doch. Mein Mist. So. War wieder auf 3 voll, sehr schön. Zack. So. Da höre ich wieder einen. So, war auch durch, aber wie soll ich denn da hochkommen? Mist. Yep, das war dämlich, ich weiß. Nee. Egal jetzt. Da hatte ich Glück gehabt. Ah, Mann! Ja. Aha. Sehr schön. So muss das doch mal öfters laufen, das wäre traumhaft. Echt jetzt? Okay. So, jetzt muss ich hier. Uppa, lalapa! Okay, weg ist er. Ja. Boah. Die Level werden auch immer fieser. Ohne Witz. Wer denkt sich so ein Level-Design aus? Also, dass das noch machbar sogar für mich. Okay, ich habe die Schmiede nicht gefunden, aber ich komme auch durch diese roten Teile noch nicht durch. So, weiter geht's. Versteinerter Forst. Und noch mehr rote Kristalle. Rote Kristalle überall. So. Okay, sehr schön. Ach, Mann. Okay. Nein. Okay, komm, jetzt kann ich mich auch gerade umbringen. Mit einem Lebenspunkt komme ich eh nicht mehr weit. Wäre zu schön, war noch einmal.
Na, Mann. Ich würde gerne nach oben schießen können. Das wäre so traumhaft. Aber ich kann nur nach unten und zur Seite. So. Okay. Okay, so. Was haben wir dann jetzt? Weg mit dir. Okay. Okay. Wow, ganz knapp. Ja, das ist nochmal, aber da komme ich nicht durch. Vermute mal, dass wir jetzt hier diesen blaue Ägide bekommen, hoffe ich mal. Das war dann hier auch mal weiterkommen und diese roten Kristalle zerstören können. Nein, 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 nein. Uah, Schwein gehabt. Mist. Nee, das da wird nix. Du wärst weggesprungen, verdammt. Okay, nochmal von vorne, also. Da runter. Weg mit dir. Weg mit dir. Einsammeln. Mitholen. Drüber springen. Okay. Gut. Lauf doch! Boah. Okay. Okay, 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 okay. Plop, 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 plop und... Oh, okay. Boah, Schwein gehabt. Reflexdrücker sind manchmal ganz gut. Sonst wäre ich wieder runtergefallen. So. Okay. Ich könnte versuchen durchzurutschen. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe. Oh Mann, ey. Nein! Mist! Ach, ganz knapp. Komm, komm, komm. Der ist aber weg. Okay. So. Okay. Da auch nochmal hoch. Und dann nochmal die Stelle hier. Okay, und lauf, 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 lauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super. Dieses Verdecken mag zwar ein schönes spielerisches Element sein, aber es ist doch ziemlich ätzend. Okay, das war jetzt ziemlich... Nein, 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 nein! Runter! So, okay, das heißt, da hinten müsste ich wieder hochkommen von da.
hüpf, hüpf. Sehr schön. So. Nein. So. Okay. Glück gehabt und wieder hüsch. So, aber irgendwo hier höre ich doch. Habe ich nur gemeint. Gedacht, hätte ich noch Emoji gehört. So. Was ist denn das für ein Ding? Bankapuse, bleib bloß vorsichtig. Du weißt nicht, was passieren könnte, wenn es so wird. Das könnte eine Falle sein. Boah, die labert viel zu schnell. Okay, da haben wir nochmal eine Erinnerung irgendwie. Klasse, du hast die Macht freigeschaltet, mit der du Kristalle des Mutes zerstören kannst. Ja, danke, endlich. Wenn Pankapu die Ägide des Mutes ausgerüstet hat, kannst du von nun an rote Kristalle mit dem einfachen Angriff zerstören. Pfade, die dir zuvor versperrt blieben, können nun beschritten werden. Na, endlich. Okay, okay, es war doch keine Falle. Halt mich bloß nicht für einen jämmerlichen Feigling. Ich war einfach nur vorsichtig. Das ist etwas komplett anderes. Diese Kugel scheint ein Fragment von Ohiditis Macht zu sein. Ich bin sicher, dass er sie nicht zufällig hier zurückgelassen hat. Obwohl er gefangen genommen wurde, versucht der kleine Kerl immer noch, uns zu helfen. Wir sollten uns beeilen und ihn finden. Er verlässt sich auf uns. Okay. So, zack. Juhu, endlich. Ha. Traumhaft. So, jetzt ist aber die Frage, ach nee, das mache ich lieber dann ein anderes Mal. So, endlich können wir die Sachen zerstören. Damit halt nicht. Okay. Nein, ich. Depp. So, zack. Oh! Wo kommt denn der her? Kann ich bekommen, dass da zwei immer noch mal runterfallen. Natürlich direkt mal in einen reingelaufen. Super. So. Zack. Zack. Na. So, zack. Boah, jetzt muss man immer noch mal umspringen, aber das war ja eigentlich klar, dass das früher oder später passieren wird. Gehört ja mehr oder minder zum Spielkonzept eigentlich. Ja, das da wird mich jetzt gleich das Leben kosten. Oh, geht sogar noch. Okay. Bin mal gespannt, was die noch so für fiese... Sag mal, ich... Wie soll denn das gehen? Mist! Wie soll denn das gehen, ohne andauernd eine verpasst zu bekommen? Naja, wie das geht oder ob das geht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn diese ist wieder mal vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und natürlich hoffe ich umso mehr, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, ciao!